Es gibt nichts, das wir tun können. Du hast so ein Ende nicht verdient, Baba. Entschuldige. Nein! Ich dich noch hätte retten können. Jawohl! Der Boss ist fast besiegt. Baba, Lust zu spielen? Ich will kein Fußball mit dir spielen. Geh weg, lass mich in Ruhe. Oder ich mach dich kalt. Nur ganz kurz, okay? Sagte, ich sagte nein. Oh, verstanden. Entschuldige für die Einladung. Endlich etwas Ruhe, um zu spielen. Oh, meine Güte, das tut weh. Komm schon, Baba Chops, ich warte auf den Ball. Sieht aus, als würden Worte bei dir nicht wirken, du ignoranter Hund. Ich sag's dir zum 1000. Mal, ich hasse es, Fußball zu spielen. Das war das letzte Mal, dass du mich getroffen hast. Baba Chops, nein! Tut mir leid, es war meine Schuld. Oh, mein armer, hüpfender Freund, es tut mir leid. Oh, was? Er kommt echt schnell hinterher. Dieses Mal gewinne ich. Nein! Zu langsam. Lass nicht zu, dass ein einfaches Hühnchen mich in meinem Sport schlägt. Ich dachte ans Gegenteil. Dieses Mal klappt's. Oh, ouch! Wieso hüpfen Frösche nur so viel? Nein! Oh. Ich hasse es, Samson. Oh. Sie zwingen mich immer in der letzten Minute den ganzen Müll. Oh nein, hör auf! Ich bereue es so sehr. Tut mir leid, Raby. Boba schläft nur in Unterhosen, liebt Mädchenserien und hätte gerne einen Geist als Haustier. Aber Geister existieren nicht. Ihr nervt gewaltig, haltet endlich die Klappe. Sonst was? Bring mich dazu, Baba. Wusstest du, dass er gerne Kacke sammelt? Genug. Mal sehen, ob du hier noch immer noch so mutig bist. Was hast du dir redlich verdient, Granny? Ich wollte nie, dass es so endet, Al. Oh, sweet dreams, Al. Ich höre jemanden schnarchen. Ich denke, das ist die beste Zeit zum Spielen. Alistair, wakey wakey. Was? Oh, Hoppy Hopscotch, was zum Teufel willst du von Lust, mir? Lust, mit dem Helikopter zu fliegen? Bin nicht interessiert, rechne nicht mit mir, niemals. Wo sind wir? Rate mal. Das ist gefährlicher, als du denkst. Wir sind zu hoch. Bitte flieg wieder runter, Hoppy. Ich habe Höhenangst. Ich habe wirklich Angst, Mann. Keine Sorge. Was ist das denn? Damit wohl, ich würde nicht herkommen, habe ich recht? Mal sehen, ob ihr damit klarkommt. Ich bringe euch um. Ach du meine Güte, nein. Nein. Es ist nur noch ein Fallschirm da. Ich hoffe, du kannst fliegen. Was machst du, Witze? Leb wohl, grausame Welt. Es war alles Hoppys Schuld. Ich fordere dich zum Duell, großer Drache. Ich akzeptiere. Sei bereit für einen legendären Kampf. Flammenatem! Oh, aber mein Schild hat einiges an Feuerresistenz. Nimm das! Du gewinnst, Ritter. Das war echt spaßig, Simon Smoke. Dieses Spielzeug ist aber auch echt realistisch. Um ehrlich zu sein, ich hätte deswegen fast das Duell abgelehnt. Du steckst in großen Problemen, Kass. Ja, lass mich nur eine Spielzeugwaffe besorgen. Perfekt! Das wird sicher easy peasy. Bereit, Crafty? Was hast du getan? Oh nein! Oh, was ist passiert? Simon, wir hatten nur gespielt. Leute, das haben wir nicht verdient. Schade. Ihr wohl, wir sind fast fertig. Ich kann das Essen nicht mehr abwarten. Ich kann nicht mehr warten und zusehen. Warte, das riecht wirklich gut. Warte, ich will dir nur beim Kochen helfen. Mein perfektes Barbecue ist ruiniert. So gefährlich. Flieg weg und rette dich selbst. Ja, du hast recht. Oh, mein Metall. Und das war knapp. Oh, ouch. Oh, das kam. Ouch, das kam unerwartet. Mein argentinisches Barbecue. Ouch, ich werde mich nie wieder bewegen. Ah, mein kleiner Tui. Der war zu jung zum Sterben. Was soll dieser ganze Lärm? Unaushaltbar. Hey, das war toll. Am Anfang hat Gray nicht geglaubt, dass Black wirklich existiert. Sprich mal leiser. Was? Wie unverschämt, aber okay. Unverschämt, ich will schlafen! Ich sagte doch okay, Mann, echt jetzt. Nun, danke sehr. Was? Tui! Und dann hat Black sie alle zerstört. Ich glaube, ich habe genug von dir. Ja, bereit, dich mit mir anzulegen? Ich muss mal auflegen. Nein, hör auf, lass mich los! Ja, mir kam nicht eine Weile her, dass ich Ratte gegessen habe. Es tut uns so leid, Nightmare. Komm zurück, Critters! Was ist das? Ich habe keinen Ort mehr zum Leben! Wie ist das überhaupt möglich? Ja, tu nicht so, als hättest du nicht mit merkwürdigen Tränken gespielt. Aber ich habe niemals einen Unfall verursacht. Das macht keinen Sinn. Zumindest kann es nicht mehr schlimmer kommen. Nein, das wird nichts mehr. Lauft alle davon.
Okay, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Oh nein, das wird nicht mein Ende sein. Leb wohl, grausame Welt! Bitte, ich flehe um ein Wunder. Ja, danke, Krittergott. Wir werden endlich sicher sein. Komm da! Dieses Haus ist klasse! Aber warum ist dieses Haus voll mit Sachen über dich, Baba Jobs? Das ist schon komisch. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wartet mal, Leute! Seht euch nur diesen ganzen Haufen Futter an! Hums, wieder! Hey, wir sollten das aufteilen. Alles hier sieht so verdächtig aus. Aber ich weiß noch nicht, was abgeht. Critters, was ist mit euch passiert? Leute, wieso schläft plötzlich jeder hier? Gib das her! Es ist mit Catnaps Schlafmittel vergiftet. Aufgepasst! Was macht denn Elliot hier? Denkt mir, wenn's vorbei ist und ihr werdet wie die Asche des letzten Hauses. Bleibt in Bewegung, Leute! Ah, nein! Noch eine dieser Fallen! Ey, so sind Messer im Kühlschrank! Keine Zeit dafür! Das werde ich richtig genießen! Ist das wirklich nötig? Natürlich ist es das! Oh Gott, Baba ist so süß! Das ist am Ende wert gewesen sein! Was machst du da? Ich schneide ein paar Tomaten. Wir wollen Ketchup machen. Entschuldige, junge Dame. Ich biete gerne meine Hilfe an. Vielen Dank, mein Hübscher. Das kann nicht wahr sein. Hat sie ihn gerade hübscher genannt? Hey, Baba Chops, ich kann auch eine große Hilfe sein, weißt du? Du wirst schon sehen, dass ich es wert bin. Sei vorsichtig, Doc Day. Oh, es tut mir leid. Du hast es versaut. Danke, Catnip. War mir ein Vergnügen. Du bist ein wahrer Gentleman. Aber Baba... Du wirst dich schon in mich verlieben, süßes Lämmchen. Komm schon, Es. Ich hasse Gemüse. Es ist gut für dich, Maggie. Das geht gar nicht. Diese lilane Katze. Doktor. Oh, hey Mädels. Ist alles in Ordnung? Ich liebe Baba Chops, aber sie mag Catnip. Warum lädst du sie nicht zum Essen ein? Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist eine tolle Idee. Danke dir, Piggy. Wo ist denn Catnip? Hi, Baba Chops. Möchtest du mit mir etwas essen gehen? Ja, das klingt klasse. Wunderbar. Dreh dich um. Ich hab's mit all meiner Liebe gemacht. Es ist nicht cool. Ja, danke dir. Ich bin froh, dass du es magst. Was? Nein. Schaffen wir diesen Müll hier raus? Du machst doch Witze, oder? Das hast du nicht erwartet. Wie wär's denn damit? Guten Abend, Mr. Catnip. Hier ist Ihr besonderes Essen, das Sie bestellt haben. Oh, mein Catnip. Du bist so gut darin, mich glücklich zu machen. Ich hab lange auf einen Gentleman wie dich gewartet. Oh, mein Gott. War mein Essen etwa denn wertlos? Wie ich bereits sagte, Stühle funktionieren so nicht, Bubba. Und ich sagte bereits, dass Nikola Tesla diese Position zum Nachdenken benutzt hat, Dr. Diese dumme Katze. Ich dachte, wir seien Freunde. Autschi. Was ist denn los? Hast du eine miese Zeit der Verliebtheit? Aber woher wusstest du das? Das ist gruselig, Raby. Ich kenne den Tratsch. Wieso schenkst du ihr nicht etwas? Etwas Besonderes für sie, weißt du? Mein Geld ging für das Essen drauf, aber ich habe eine andere Geschenkidee für Sie. Etwas Besonderes, hä? Etwas, das Sie all die Liebe fühlen lässt, die ich für Sie fühle, wenn ich Ihre wunderschöne, glänzende und wohlriechende Wolle sehe. Ich kann's nicht abwarten, Catnaps nächste Überraschung zu sehen. Aber für meine musst du nicht länger warten. Hast du mir etwas gekauft? Das hättest du nicht...
eine süße Schleife. Ich brauchte noch ein Schmuckstück für meine Wolle. Dankeschön. Du siehst sehr süß aus, Baba. Oh Gott. Baba Chops war bereit, von meinem Mega-Geschenk erstaunt zu werden. Es besteht aus Tausenden von technologischen Highlights für ein Lämpchen. Das ist doch nicht wahr. Ich werde eine Streamerin sein. Und das Sahnehäubchen auf der Torte. Ich bin jetzt deine Königin. Ja, die Königin meines Herzens. Aber ich habe diese Zeichnung gemacht, damit du sie an Poppy Playtimes Kühlschrank kleben kannst. Was ist denn das, Dogday? Du könntest der beste Liebespartner sein, Catnip. Ich glaub's einfach nicht. Das ist der schlimmste Tag meines ganzen Lebens. Justus, du siehst besser. Aber Marvel hat Spider-Man und Wolverine und... Wer weint da? Keine Ahnung. Ich werde niemals so gut wie Catnip sein. Niemals. Okay. Wie bereits gesagt, sie haben Rogue. Hey, ich hab gerade wenig Hunger. Möchtest du Sushi? Ich bevorzuge gerade Katzenfleisch. Es war nur ein Albtraum. Oh mein Gott, war's doch nicht. Ah, Baba, was hat das zu bedeuten? Du bist in meine Falle getappt und nun wirst du sterben. Aber ich dachte, wir lieben uns, Baba Chops. Ich glaub's einfach nicht. Dafür habe ich Dogday betrogen. Das Leben könnte nicht unfairer zu mir sein. Oh mein Gott, Hilfe, was passiert hier gerade? Warte, was? Ich lasse nicht zu, dass du meinen besten Freund tötest, Baba. Du wagst es? Nun gut, ich hatte eh geplant, dass du mein nächstes Opfer bist. Oh. Oh Mann, schlechtes Qualitätsmesser. Wir müssen hier abbauen, Catnip. Das werde ich dir niemals vergessen, Dogday. Catnip, warte. Lass mich nicht einfach so zurück. Ich stecke in der Säge fest. Hilfe! Bleib ruhig da. Wird es wirklich so enden? Sag leb wohl, Dogday. Ich sagte leb wohl, warum funktioniert das nicht? Und ich sagte Dogday, dass ich niemals vergessen werde, was er getan hat. Schämend. Ich bekomme schon meine Rache. Sie ist weg. Tut mir leid, dass ich ein mieser Freund war. Ich bin froh, dass alles wieder gut ist. Critters, heute haben wir eine Menge an Hausaufgaben. Nein, was ist hier passiert? Wo sind die Critters? Sie waren köstlich. Ich denke, ich bin in Gefahr. Ups, mein Fehler. Mach das sauber. Die Smilings waren lecker. Hi, Lehrerin. Nun, ich denke, ich bin in der falschen Klasse. Das kann ich beantworten. Nope, sie gehen nirgendwo hin. Du hast recht. Entschuldige. Heute werdet ihr mit Trinken, ganz offensichtlich, mit Abnehmen. Nö, nichts dergleichen, Delight. Sie sind dran, die für uns zu machen. Was? Aber ich bin die Lehrerin. Ich löse nicht die... Ein Problem. Nein, nein, keineswegs. Ja, halten Sie die Klappe und fangen Sie endlich an. Was sollte ich gleich nochmal erschaffen? Oh, nun einen ganz einfachen Partikelmodifizierer. Was soll ich das denn bitte hinkriegen? Ich hoffe, ich schaffe es nur dabei, nicht zu sterben. Na, wer wagt, gewinnt. Ach, bitte funktioniere. Was? Ein paar kaufen? Nein! Genau wie du. Autsch, das hättest du nicht tun müssen. Hey, hast du das gesehen? Nein, bin auch zu lang. Sie haben es versaut. Sehen Sie nur, wie dreckig die Klasse ist. Das war nicht meine Schuld. Keine Entschuldigungen, machen Sie hier sauber sofort. Nein, Sie tue ich nicht. Sauber das machen. Ist lächerlich. Was willst du? Könnten ein paar Kugeln Ihre Meinung ändern? Warte, nicht schießen. Ich mache es sauber. Das ist nicht so verrückt. Ich muss die dreckige Klasse sauber machen, wenn ich's nicht war. Ich wünschte, all diese Critters würden einfach verschwinden. Zumindest bin ich fast fertig. Wieso brauchen Sie so lange? Arbeiten Sie schneller. Natürlich, Sir. Oh, hey, Mr. Light. Look, schauen Sie, Sie haben eine Stelle vergessen. Wie können Sie mir gegenüber noch so respektlos sein? Ich bekomme meine Rache. Was? Ja, die Glocke. Es ist Pause. Leute, wir können rausgehen. Oh. Nichts da. Sie gehen nirgendwo hin. Aber Chops, warum tust du sowas nur? Vielleicht entkomme ich durch die... Oh nein, Sie wollen mich wirklich hier mit Ihnen einschließen. Das ist die Hölle. Oh. Raby? Wo wollen Sie denn hin? Sie müssen noch diese Aufgabe lösen, Miss Delight. Und falls Sie es nicht schaffen, müssen wir sie zerstören, Miss Delight. Was? Okay. Und keine Sorge, du musst keine Zeit mehr verschwenden. Ich weiß nicht, wie man das löst. Es ist viel schwieriger als mein normaler Unterricht. Finden Sie es einfach raus. Das ist so gemein, ich wünschte ich... Oh, ich hab's. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Ernsthaft? Ist das echt? Ja, mehr als nur echt. Was? Sie sind ziemlich unheimlich. Hey, so, Baba Chops. Bist du bereit zu sterben? Ergib dich meiner Zorn. Die Show beginnt jetzt. Baba Chops, ich gebe zu, ich habe keine Angst vor euch, nackte Critters. Schnapp sie. Pass auf. In Ordnung. Wer ist der Nächste? Nein, fass mich nicht an. Ihr macht mich krank, ihr dummen Critters. Du kannst uns nichts mehr anhaben. Deine Poesie ist langweilig. Oh nein, ich werde dich rächen, Mann. Dein Atem riecht wirklich mies. Putz dir öfter die Zähne.
Das war mein Geheimnis. Oh, nein, nicht mehr. Ich werde der ganzen Legende des Horrors ein Ende bereiten. Nice, ich denke, meine Arbeit hier ist endlich beendet. Was? Was machst du da mit mir? Nicht! Wow, die Tür ist viel härter als sonst. Entschuldigung für die Verspätung. Mist Delight, wir waren... Was ist denn hier los? Wir müssen helfen! Wir sind bei Ihnen, Mist Delight. Niemand darf Mist Delight verletzen, außer uns! Lass ihn nicht entkommen! Meine Critters sind so stark! Oh, meine Güte, ich danke euch so sehr, Kinder. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Moment mal, wart ihr nicht tot? Ich dachte, diese Körper wärt ihr Smiling Critters. Sie sehen uns ähnlich, aber es sind Bomben. Was? Zufällig? Das meinte ich nicht damit, dass wir bombig sind. Du bist verrückt. Bin ich nicht. Weg von Lauf mir. Weg. Lass mich nicht weg. Hey, komm her. Ich will nicht bei dir sein. Was? Aber ich wollte doch nur deine Freundin sein. Freunde jagen sich nicht gegenseitig. Alles für eine Umarmung. Heute nicht. Hast du diesen Home Run gesehen? Cool, guter Schlag. Das denke ich aber nicht. Verschwinden wir von hier. Ja, yeah, wir können auch ein bisschen Baseball spielen. Zischen wir ab. Ich will mit euch spielen. Was, Critters? Lauf, bevor sie uns kriegt. Nein, verlasst mich nicht. Ich wollte doch nur mit euch spielen. Das ist nicht fair. Ich will eure Freundin werden. Toll. Wer ist da? Hallöchen, Critters. Darf ich bei euch mitspielen? Das sieht lustig aus. Es ist das Monster. Ah, warum verlasst ihr mich? Du bist gefährlich. Ich nicht. Ich bin nur einsam. Oh, lauf weiter. Nein, bitte. Tu mir nicht weh. Tu nicht so, als wüsstest du das nicht, du Monster. Bleib weg von mir. Ich wollte nur deine Freundin sein. Es ist fast fertig. Noch nicht zu schnell, Baba. So sinnlos. Moment mal. Ich liebe es auch zu zeichnen. Hi, darf ich mit euch mal? Sie ist hier, auf Brandy. Was ist mit dir? Nein, bitte. Ich bin zu jung zum Sterben. Worüber redest du da? Ich verletze niemanden, Mädel. Oh, bleib weg. Nein, niemand will mein Freund sein. Was? Sie denken, ich sei ein Monster. Aber ich habe nichts gemacht. Zu niemandem jemals. Nichts davon ist wahr. Ich wünschte, ich könnte die Dinge für immer verändern. Moment, Mist Delight, hassen Sie mich nicht? Natürlich nicht, Baba. Warum weinst du denn? Niemand will mein Freund sein. Oh, Süße, ich weiß warum. Lass mich dir erzählen. Ein neues Experiment. Unsere Kreation Baba Shops ist fast fertig. Gut gemacht. Was hast du mit ihr vor? Sie wird alle Smiling Critters töten. Ist sie bereit dafür? Ha, sie wird es sein. Ich bin endlich frei. Ich bin bereit, den Befehlen zu folgen, Milots. Oh nein! Dann ist alles geregelt. Schnapp dir die Critters. Was? Wer ist da? Ich sollte diese Bücher einsortieren, bevor Baba Fan sie wieder klauen kann. Das ist doch okay. Das wird dein erstes Opfer sein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wird erledigt, Sir. Zerstöre, Doktor. Hey, beruhig dich. Lovecraft, Alan Poe. Ach, geschafft. Was? Wer ist da? Okay, es ist vorbei. Doc Day! Na? Wer bist du? Ich bin Baba Chops, deine neue Freundin! Oh mein Gott! Wehe, du tust mir weh! Was macht Lauf sie da? Lauf mich davon! Ah, nein! Blöder Zeitpunkt zum Hinfallen! Und jetzt gehörst du mir! Nein, bitte töte mich nicht! Niedlich. Was ist passiert? Bleib weg von mir, du Psycho! Psycho? Ich bin nicht so! Sie hat's total vermasselt. Du solltest ihn noch töten, du nutzloses Stück Müll. Warte. Ah, tu mir das nicht an! Was eine Zeitverschwendung. Ich hab ne Idee, Elliot. Wie wäre es damit? Meinst du? Oh, dann ja. Das und dann dies. Legen wir los. Yeah. Ist das Monster hier irgendwo? Ich sehe sie in keiner der Ecken. Also, ich denke, ich bin sicher. Fürs Erste. Jeez, das war knapp. Noch nicht. Was ist das? Nein, ich will nicht kämpfen. Ich will dich nicht verletzen. Was? Ich will dich nur warnen, vorsichtig mit Baba zu sein. Sie ist ein Monster. Sie liebt es zu töten. Ich danke dir so sehr, Prototype. Ich kann euch beschützen. Geh und bring all die Smiling Critters hierher. Ja. Wir müssen wegen Baba aufpassen. Sie ist ein Monster. Deswegen hat jeder Angst vor dir. Dann ist das alles Elliots Schuld. Wir müssen sie finden, jetzt sofort. Keine Zeit zu verlieren. Angriff! Holen wir sie hier raus. Wir werden sicher bald hier sein. Hi. Ich habe die Smiling Critters hergebracht, wie du es wolltest. Warte. Nein. Ich bin froh, dass es endlich geklappt hat.
Macht euch bereit, bezeugt die Kraft der Physik. Ich bin. Nein, Mr. Light. Du solltest gar nicht hier sein. Nein, das wirst du bereuen. Nein, du wirst es. Oh, hört auf. Du bist hier das Monster. So gut. Oh, das war wirklich knapp. Es ist vorbei. Das habe ich nicht verdient. Sicher? Nein. Dich habe ich hier nicht erwartet. Wir waren zu spät. Aber Jobs ist nicht mehr unter uns. Es tut mir leid, Baba. Tut es wirklich. Seid nicht traurig. Hallöchen. Ja. Das ist wirklich. Mein Anhänger fängt jeden Schlag für mich ab. Ich bin so froh, dass du okay bist. Hallo, wir bekommen heute eine neue Schülerin. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Baba. Was? Unmöglich. Ein Schaf? Sie ist so unheimlich. Zeig ich etwas Respekt? Ich will nicht, dass sie mir zu nahe kommt. Nein, lassen Sie mich los. Seid schön nett zu ihr. Ja, es tut mir leid. Ich bin bereit für den Unterricht, Miss. Die sehen ja alle so schön und... Ich mag ja, das ja. Nicht mehr. Baba, hi. Warte, entschuldige bitte. Ich muss vorsichtig sein. Heute werdet ihr einen Apfel in einen Smaragd verwandeln. Klingt einfach. Sieh mal, was ich für sie gemacht habe. Wow, gruselig. Beruhig dich mal. Ja. Wie witzig. Hast du gesehen, wie sie... Was ist mit ihm passiert? Cool, unmöglich. Du könntest der Nächste sein. Nein, Mist, die Leute. Die Neue hat Kicken gefressen. Was redest du da? Kicken Chicken? Dein gefiederter Freund ist doch da. Was meinen Sie damit? Das ist eine Zeichnung. Ja, hier, Frau Lehrerin, alles in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Im Unterricht solltest du ruhig sein, du nervender Hund. Autsch, tut mir leid. Klasse, sei bloß leise, du Welpe. Hört auf, mich abzulenken. Das bringt mich auf eine Idee. Endlich was Gutes zu essen. Würdest du es mit mir teilen? Natürlich, es gehört nur dir, wenn du willst. Aber etwas Bacon. Was ist das? Bacon, nein. Bacon für jeden Tag. Genug, Misty Light. Baba, hat mich nicht ab, während ich schreibe. Das war wirklich leicht. Aber sie tötet schon wieder. Was habe ich gerade gesagt, Kidnap? Die neue Baba hat Picky getötet. Ich weiß nicht, worüber er redet, Miss. Aber wo ist denn Picky? An ihrem eigenen Tisch. Oh, Kidnap, und sie lebt sogar. Machen Sie Witze, das ist ein Haufen Stöcke und ein großer Kopf. Es reicht. Lass diese Respektlosigkeit sein. Ich will nicht, dass sie mir zu nahe kommt. Oh, das wäre aber echt schade, Häschen. Ah, hör auf, mich so anzusehen. Wieso ist sie plötzlich so leise? Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sie könnte überall sein. Oh nein, ich bin in Gefahr. Ich darf die Deckung nicht fallen lassen. Komm schon, Baba, zeig dich. Hast du doch nie gesehen? Okay, tanzen wir. Komm schon. Ist es etwas unfair spielen? Dann lass mich beginnen. Oh, Miss Delight, Robby hat mich gehauen. Warum nervt ihr mich alle so? Was? Ich hab nur gelernt, und sie haut mich damit. Du sorgst dafür, dass ich wirklich sauer werde. Es nervt langsam, dass ihr zum neuen Mädchen so gemein seid. Ich beende das Nein. jetzt. Es wird Zeit, mich plötzlich im Unterricht zu benehmen. Ne? Oh, ouch. Das ist nicht fair. Ich will mich nicht mehr stören. Ist alles okay, Süße? Ja, besser denn je. Ich bekomme meine Rache. Werde ich verarscht? Ich glaube einfach nicht, was hier gerade vor sich geht. Setz dich hin. Ich helfe dir bei deinem Test. Bist du bereit? Das bin ich, Miss Delight. Ich wünsche dir viel Glück, Mädchen. Danke sehr. Nun, ich denke, ich starte mal mit dem hier. Dazu etwas blutfarbiger Trank und es sollte fertig sein, denke ich. Apfel macht dich bereit, in einen wunderbaren Smaragd transformiert zu werden. Was passiert hier? Ein Schädel, wie ist das möglich? Ups, das ist nicht der Smaragd, auf den ich gewartet habe, aber es ist nah dran. Gut gemacht. Hey, was? Uns bestraft sie immer, wenn ihr versagt. Sie macht's ganz richtig, sich nicht mit mir anzulegen. Gib mir all deine Kraft, Schulschädel. Was ist das? Ihr seid nicht bereit für meine finale Form, aber ihr sterbt trotzdem. Was? Was tust du denn? Autsch und nein, du bist zu stark. Ich hab dich doch beschützt. Ich hab dir auch mit dem Test geholfen. Was war? Sei leise. So viel bist du nun auch nicht wert. Nein, Misty Light ist tot. Wie konntest du nur, Baba? Ich fange gerade erst an, meine neuen Freunde. Oh, nein. Hoppy, sie ist tot. Lauf und schau dich zurück. Niemand kann mir entkommen. Was ein doofer Zeitpunkt für das Sackgasse. Wir gehen irgendwo hin. All ihr niedrigen Wesen seid köstlich. Dieses Plan ist, ihr in meinem Magen für immer. Hey, ihr seid zwei gegen eine. Schnell.
Es ist Showtime, Baby! Habt ihr nicht erwartet, zwei auf einmal zu bekämpfen? Wir haben es gemeinsam geschafft. Gute Arbeit. Ihr habt den Tag gerettet. Sie war schon schnell. Und sie ist fort fürs Erste. Halt die Klappe. Es wird Zeit, dass du für deine Taten zur Rechenschaft gezogen wirst. Ich hab nichts getan. Gar nichts. Bist du dir da wirklich sicher? Meine Erinnerungen sagen mir was anderes. Nein, bitte tu mir nicht weh, ich flehe dich an. Bitte. Wieso antwortest du mir dann nicht? Ich beende deine Spielchen jetzt. Raus hier! Warte! Vicky, wieso willst du ihn umbringen? Machst du Witze? Alles in meinem ganzen Leben wurde durch diese stinkende Katze ruiniert. Hört mal genau zu. Oh mein Gott, durch die Art von Experimenten fühlt man sich richtig lebendig und das meine ich wortwörtlich. In Ordnung, testen wir sie weiter. Ich werde immer schneller und stärker mit jedem Training. Du schaffst das! Ein boxendes Häschen, doch. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, ist die Antwort offensichtlicher, als sie scheint. Es ist 4, das war's. Das war echt gut. Sehr schlaue, ausgezeichnete Intelligenz. Meine Oma Bristle würde sehr stolz sein. Konzentriere dich auf den Test. Autsch. Sie haben eine richtig coole Köchin. Okay, ich wurde trainiert, um jeden Feind zu besiegen. Dieser Test wird so leicht wie ein Spaziergang im Park. Einfach easy peasy. Moment, lass nicht die Deckung fallen, so wie ich. Ist zu schwach. Er ist nicht mehr gut im Einzeltraining, traurig. Das ist ein F. Ich habe echt viel für den Test gelernt, Leute. Du bist nicht mal nah dran an den richtigen Antworten. Versage nicht nochmal. Beachtet meine Kreation. Ich sollte im Fernsehen auftreten. Ja, aber sicher für einen anderen Grund. Er ist auch schlecht im Kochen. Ich zeig denen schon, was ich drauf habe. Oh, nicht schon wieder. Autsch. Mann, ich hoffe, sie haben es nicht gesehen. Ich denke, ich habe genug gesehen. Komm hierher. Du bist... Raus! Leb wohl, Icky. Was soll ich denn jetzt hier machen mit diesem faulen Schläfer? Wir brauchen einen letzten Smiling Critter, also werden wir zwischen dir und Catnap wählen müssen. Nice, das wird doch easy peasy. Aber du wirst einige wenige Tests vorab bestehen müssen. Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht erwartet, aber wenn ich es nach meinen Regeln mache, wird das schon. Diese Wissenschaftler werden ganz sicher an mich wählen. Faster. Was ist meine Aufgabe? Da hinauf? Der Test ist einfach. Ich habe größere Häuser geklettert als Spider-Man. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wow, erstaunlich. Wie kann man durchkommen? Ich war schon beim Nachdenken erschöpft. Was für ein Krampf. Sag, was du willst. Ich tu's. Dieser Catnap denkt, er sei besser als ich im gefährlichen Stunt. Dieser Bursche kennt nicht das wahre Talent von Icky Licky. Jetzt schaut mir zu und seht, wie ich glänze. Ich werde der nächste Smiling Critter sein, Catnap. Puh. Ich muss mich konzentrieren, ich kann den Test nicht versagen. Ich werde meine Träume nicht aufgeben, Catnap. Und so gewann ich das Rennen. Was zum Teufel, das ist unmöglich. Wie ist der vor mir durchs Ziel gekommen? Das macht keinen Sinn, nicht mal im geringsten. Wie? Nicht schnell genug. Ich prüfe das später. Ist es nicht wert. Langweilig. Ich bin bereit, fangen wir an, aber lass mich dich warnen, ich bin ein toller Kämpfer. Red ruhig weiter. Langweilige Gespräche machen mich schläfrig. Frosch gegen Katze. Der Kampf beginnt. Ich lernte das Kämpfen mit Naruto. Du hast keine Chance gegen mich. Stirb! Süßer Traum. Das war so gut. Unglaublich. Zeig's ihm. Yeah. Sehr gut gemacht. Catnap, du bist der neue Smiley Critter. Mann, ich wusste, ich bin der Beste. Ja, Catnap hat geschummelt und ihr wisst das. Ich habe viel trainiert, um ihn zu besiegen. Ja, aber ich habe dich zerstört. Blablabla. Unverschämt, du hast nicht das Recht, dich so benehmen zu können, du Loser. Komm her, keine Gnade für dich. Was? Du, Loser. Beneide mich, wie du es immer getan hast, du dreckiger Frack. Testpersonen, die versagen, werden aussortiert, Icky. Gib mir noch eine Chance, stopp bitte. Was war das? Ich bin endlich frei, aber auch sicher. Lecker. Hab keine Angst. Ich helfe dir zu überleben. Klingt gefährlich. Bin dabei. Deswegen bin ich jetzt dran, mit deinem Leben zu spielen. Wag es dich, ihn anzufahren. Ich hoffe, du bist bereit für Rabi, Baby. Das ist nur zwischen dir und mir, Catnap. Tu das nicht, Icky-Licky. Du dachtest, das war Spaß, mich so zu blamieren, nicht wahr? Lach nochmal. Du hast recht, ich war ein Faulpelz und hab's nicht verdient, ein Smiling Critter zu sein. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, sollst du mich töten, um selber einer zu werden. Hast du jetzt den Verstand verloren? Ich glaube nicht, dass ich das noch kann. Ja, tu es, nutz die Chance.
Du bist ein guter Kerl. Ich töte dich nicht. Vielleicht werde ich niemals ein Smiling-Critter sein. Wen interessiert, ob du keiner bist? Catnap, danke dir. Wow, er ist nach allem trotzdem ein guter Junge. Halt deinen dreckigen Mund, du Schoßhündchen.